Sie haben angefangen mit dem Niqab und Burqa-Verbot. Ja. Bruder, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen das tragen. 30? Die Juden haben sich genau, nämlich das, was du gerade erwähnt hast, sie haben sich entschlossen dagegen gestellt. Sie haben ganz klar gezeigt, dass sie das nicht dulden. Und dann wurden jetzt sogar Reportagen durchgeführt, wo so ein Rabbi gefragt wurde, ja, was ist, wenn man es verbietet? Er sagt, dann werden wir es in den Vorhöfen machen. Dann werden wir es in Kellern machen. Heftig. Und wenn ihr uns mäßig nachgehen wollt, dann wollen wir in so einem Land sowieso nicht leben. Heftig. Also er hat so klar seine Position bezogen. Zeig mir einen Vers oder eine Überlieferung, Bruder, wo der Prophet sallam, oder wo man schweigen soll, Bruder, wenn gefordert wird, von dir zu sprechen. Die arabischen Clans, die Dokus gehen durch die Decke. Ich habe selber angeguckt. Die haben es gut gemacht, muss man sagen. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood, Bruder. In Deutschland Hollywood, weißt du? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mein lieber Bruder. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Bruder. Ja, alhamdulillah, zum ersten Mal sitzen wir hier, glaube ich, in diesem Format mit einem, ja, wie soll man sagen, islamischen Aktivisten. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, ich denke, einige werden dich inzwischen kennen. Du bist in einiger Berichterstattung aufgetaucht in letzter Zeit. Ja. Aber für die, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht einmal vorstellen, erzählen, du bist ja konvertiert, wie du zum Islam kamst, vielleicht was dich am Islam fasziniert hat. Gerne, Bruder, jetzt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi erstmal. Mein Name ist Rahim, Bruder, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme hier aus Hamburg, alhamdulillah, ich studiere gerade auch an der Uni Hamburg. Bruder, ich bin 2015 konvertiert, alhamdulillah, etwas kurioser. Ich hatte eigentlich vorher nichts mit Religion zu tun, Bruder, ich bin ehrlich, ich war immer so. Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gesagt, ich bin Christ, aber ich wurde nicht mal getauft, weißt du? Okay. Weil du musst an den Leuten erklären, du glaubst an nichts und es ist unangenehm. Ja. War auch nicht wirklich religiös gewesen, Bruder, das hat mich nicht interessiert. Und dann hatte ich in meiner Klasse einen Bruder gehabt, so alhamdulillah, er hat schon damals gebetet, Bruder. 8. Klasse, 9. Klasse. Masha'Allah. Ich war so für ihn so Schmiere, weißt du? Bei der Turnhalle habe ich immer so Security für ihn gemacht. So. Yeah. Und ja, Bruder, er hat mich dann so Stück für Stück an das Thema näher gebracht. Und ich kann mich noch erinnern, das war dann so in der 11. Klasse, da waren wir wieder zusammen. Dann sind wir nachts gegangen, Bruder, und der hat mir so eine Frage gestellt. Der meinte, Bruder, was ist eigentlich dein Lieblingsauto? Meinte ich, Bruder, ich meinte, irgend so ein Mercedes, meinte ich. Keine Ahnung von Autos gehabt damals. Da meinte er, Bruder, wenn ich dich jetzt frage, von wo kommt der Mercedes? Ne? Oder du mich das fragst und ich sag dir, der war schon immer da. Meinte ich, armer den, Bruder. Wie kommst du drauf? Weil wir haben immer so entspannt geredet, auf einmal macht er voll ernst. Aber wenn man eine ernste Frage. Ja, er sagt voll ernste Sachen und ich meinte, Bruder, entspann dich mal. Aber in meinem Kopf habe ich gemerkt, ey, er hat recht. Ein Auto kann nicht einfach von so kommen, aus nichts. Und das hat es angefangen, Bruder, das erste Mal, dass ich wirklich überlegt habe, so, ey, Bruder, warte mal. Vielleicht dieses ganze Universum, verstehst du, so hat das alles angefangen, Bruder, hat seinen Lauf genommen. Und dann, Bruder, hat er mich ein bisschen zum Islam geführt und alhamdulillah, Bruder. Habe ich kommentiert, Bruder, ja. Hamdan hat es geklappt. Sehr schön. Was hat dich am Islam fasziniert vielleicht? Wenn Bruder, du mal so rückblickend betrachtest, ich denke, heute wirst du so einige Sachen haben, die du erwähnen könntest. Aber wenn du so mal zurückgehst, diese 8 Jahre zurück, waren da irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, schon damals, das fand ich am Islam immer sehr beeindruckend? Ich hatte immer, Bruder, sehr viel Respekt vor dem Islam, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich hatte viele muslimische Kollegen, alhamdulillah. Und das war sogar so, ich meinte zu mir selbst, Bruder, wenn du irgendwas von Religion quasi durchziehst, dann Islam. Aber erst mit 40, wenn du dein Leben gelebt hast. Yeah. Und dann, alhamdulillah, kam es früher. Und das, was mich so am meisten beeindruckt hat, Bruder, waren die Brüder. Damals hat man sie ja Achis genannt, ich glaube heute immer noch. Yeah. Und sie waren sehr seriös, Bruder. Weißt du, sie waren immer, haben immer bei uns mal in der Ecke Fußball gespielt, waren immer Freitagabends da. Man hat sie gesehen, so, aber es war jetzt so, die waren so ein bisschen wie Außerirdische, weißt du? Ja, sind sie? Man hat auch ein bisschen Angst vielleicht, so. Hemmung gehabt, auf sie zuzugehen, einfach zu reden. Ja, und Bruder. Und als man sie dann kennengelernt hat, gerade als ich konvertiert bin, Bruder, es hat mich sehr beeindruckt. Einfach wie sie als Muslime den Islam verkörpert haben, Bruder. Maschallah. Das war für mich das Heftigste, Bruder. Ja. Und wenn du jetzt heute so betrachtest, ich meine, du bist islamisch sehr aktiv, Masha'Allah. Möge Allah dich auf diesen Weg stärken. Amen, Bruder. Hat sich etwas in deinem Leben verändert? Wie die Leute dich sehen? Vielleicht gerade auch, weil du eine bekannte Person geworden bist, dass sie dich auch direkt mit dem Islam in Verbindung bringen. Hat das zu irgendwelchen Konfrontationen mit den Menschen geführt? Oder merkst du, dass da eine Spannung ist, wenn du auf fremde Leute zugehst? Bruder, alhamdulillah, eigentlich nur positiv. Also mit dem Islam, Bruder, ich sag selber, ich habe eine komplette Wende gemacht. Wie ich meinte, ich bin konvertiert, Bruder. Ich bin halb deutsch, halb ghanaisch, Bruder. Hatte vorher nichts mit dieser Welt so zu tun. Und seitdem ich so diesen Weg gehe, Bruder, jetzt seit fast 8 Jahren, alhamdulillah, ist sehr, sehr positiv, Bruder. Mein Leben hat sich gut verändert ins Positive und vor allem auch jetzt durch, was du meintest, Social Media, Bruder, man sieht ein paar Gesichter im Internet. Ja. Yeah. Also mich. Ja. Yeah. Ja, es kommt schon öfters jetzt vor, aber Bruder, ich muss sagen, es ist positiv. Ne? Wenn man zum Beispiel Jumma-Gebet geht, achi, die Jüngeren kommen, sagen, ey, Bruder, bist du nicht der und der? Und die fangen direkt an, über Islam zu reden. Bruder, krass, was passiert ist, Bruder, was haben die da ausgestrahlt? Die Islamhasser hier, die Islamhasser da, so, die sind voll auf dem neuesten Stand, haben wir da so. Ja. Sehr schön. Das heißt, von den Muslimen bekommst du eigentlich, kann man sagen, überwiegend positives Feedback? Ja, definitiv. Hamdan, wie ist das so? Weil
Du hast ja erzählt, du bist halb Ghanai, halb Deutsch. Wie ist das so mit der, ja, mit den nicht-muslimischen Leuten in deinem Umfeld vielleicht? Wie hat sich da so ihr Blick auf dich geändert? Vielleicht sogar Menschen, die dich damals kannten, aber auch fremde Leute. Bruder, das ist zum Beispiel eine gute Frage, Bruder, weil das hat mich selber überrascht. Ich hätte zum Beispiel gedacht, es wird vielleicht so ein bisschen abschreckend wirken, was man dann in den Medien sieht, Bruder, Extremisten hier, Islamisten da. Ja. Aber Bruder, überraschenderweise war das Feedback sogar von den Nicht-Muslimen sehr positiv. Ey, Bruder, voll stramm, was ihr macht. Ihr sagt voll die Wahrheit. Nicht-Muslime, Bruder. Maschallah, das hat mich sehr überrascht gehabt. Also auch von denen, Alhamdulillah, bis jetzt nur positives Feedback so. Ja. Wie kam es dazu, dass du oder ihr dann MI letzten Endes gegründet habt? Bruder, am Ende des Tages haben wir die Realität betrachtet. Ja. Und haben gesehen, dass es eine islamfeindliche Atmosphäre gibt. Dass Politik und Medien den Druck auf die Muslime erhöhen. Du hast es ja selber mitbekommen. Wir haben letztens den Fall hier an der Uni in Bonn Heilsieg gehabt mit der Schwester, wo der Dozent, der Professor, sie ja aus dem Saal rausgeschmissen hat. Ja. Sie sogar ihr angedroht hat, ne, dass er sie aus dem Kurs rausschmeißt, wenn sie sich nicht ändert. Das waren so, das sind alles, Bruder, in dieser Realität befinden wir uns. Und das sind alles Beweggründe gewesen, Bruder, warum wir Muslim Interaktiv gegründet haben, Bruder. Weil es gibt aktuell aus unserer Perspektive, Bruder, keinen politischen Akteur von den Muslimen, der genau dieses Problem erkannt hat und auch bereit ist, Bruder, sich entschlossen dagegen zu stellen. Ja, das heißt quasi, wir wollen wirklich in diesen öffentlichen Diskurs reingehen und dort mitmischen, inshallah. Okay, sehr schön, sehr schön. Wenn, du hast die Lage in Deutschland angesprochen, die mediale Hetze, ne, die seitens Politik, Medien etc. Das letzten Endes übt sich ja auch auf die Gesellschaft aus, dass sie eine gewisse Sichtweise auf Muslime haben etc. Ist dir diese, es ist ja kein Rassismus, weil der Islam ist keine Rasse, aber diese Feindlichkeit, ist sie dir bekannt? Weil ich meine, wir sind hier in Deutschland groß geworden. Ja. Deine Hautfarbe ist vielleicht auch schon mal ein Grund gewesen für irgendwas. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Gab es da so explizite Beispiele, wo du sagst, ja, also Rassismus habe ich in meinem Leben schon erlebt. Ist mir nichts Fremdes gewesen. Ja, also Bruder, Rassismus auf jeden Fall. Gerade in jungen Jahren, Bruder. Ich erinnere mich, ich bin zu meiner Mutter gegangen. Ich meinte so, warum bin ich eigentlich braun? So. Okay, ja. Man hat hier und da Erfahrungen gemacht auf dem Sportplatz, Bruder, die Älteren, du bist jünger, hier und da. Und Bruder, meine Mutter meinte damals, warte ab, so viele Leute wollen so braun sein. Und ich habe es damals als Kind nicht verstanden. So. Ja. Das auf jeden Fall, Bruder. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man es mit dem Islam jetzt vergleicht, kann man zwar nicht direkt machen, aber man sieht einige interessante Sachen. Also ich sag mal so, wenn man jetzt einen Rassisten zum Beispiel hat, wir haben ja den Fall jetzt zum Beispiel mit Moukoko, ne? Der ja bei Deutschland spielt, Bruder, wo sie verloren haben gegen Israel. Und jetzt siehst du ja, was er auch selber gesagt, er sagt, wenn wir gewinnen, sind wir Deutsche. Wenn wir verlieren, sind wir die Affen, sind wir Schwarze. Ne? Also Astaghfirullah. Und das ist interessant hier, weil jetzt die öffentliche Meinung, alle sind dagegen. Ja. Jemand, der so eine Aussage tätigt, wird als ein Rassist abgestempelt, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Das ist immer negativ behaftet. Wenn wir uns den Islam aber anschauen, Bruder, und ich nehme das Beispiel jetzt hier, wenn jemand zum Beispiel den Islam beleidigt, da gibt es keinen öffentlichen Aufschrei, Bruder. Ja. Da wird keiner sagen, ey, das ist doch islamfeindlich. Ich sag dir sogar, es ist gegenteilig. Es wird sogar gefördert. Leute verdienen damit Geld, Bruder. Ja. Es ist ein lukratives Geschäft. Ach, er ist attraktiv, Islamhasser zu sein. Ne? Man kennt die Beispiele, Bruder. Ein Sarrazin mit seinem Werk Deutschland schafft sich ab. Ach, überleg mal, der hat über 1 Million Auflagen verkauft. Der Typ ist reich dadurch geworden. Alhamd Abdus Samad, all diese Leute, Bruder, sie verdienen damit Geld. Du kannst in eine Bücherhalle gehen, Bruder, und diese Bücher kaufen. Sie sind voll mit Beleidigungen gegen den Islam, gegen den Propheten, gegen das Kopftuch. Ach, wie oft wurde erwähnt, der Ehrenmord wird einfach reingeklatscht. Ja, mit dem Muslim einfach ans Bein gehängt, weißt du? Ja, ja. Das Kopftuch unterdrückt die Frauen, der Bart ist radikal. All diese Aspekte, Bruder, können öffentlich einfach beleidigt auseinandergenommen werden. Und die Leute, die das machen, werden nicht angeprangert oder irgendwie abgestempelt, nein. Sie werden bejubelt, befördert und vom Staat sogar noch, also befördert, ja, also hochgepackt, ne? Gepusht irgendwo noch. Gepusht, noch, ne? Ja, Bruder. Es wird gut geheißen. Gut geheißen. Würdest du behaupten, beziehungsweise, deine Meinung wäre mir auch wichtig, aber ich würde sagen, wenn es nicht um den Islam geht, aber um andere Minderheiten oder, ja, Rassismus, Hautfarben, Minderheiten, ethnischer Herkunft etc. pp., dann ist das, wie sagt man, nicht so salonfähig. Also dort kann sich keiner hinstellen und einfach einen Schwarzen beleidigen oder dergleichen, das würde sofort, das der würde von der Gesellschaft geächtet genau, werden. Genau, Bruder, schön gesehen. Das geht nicht, Bruder. Aber bei den Muslimen ist das irgendwie akzeptabel. Also Islamhass, Bruder, ist salonfähig. Islamhass ist Alltag und man sieht auch, wenn man die Statistiken sich anschaut, Bruder, wie viele Fälle es eigentlich täglich gibt mittlerweile. Ja. Also
es ist für uns, subhanallah, wir handeln ja diese Fälle, kriegen ja etliche Nachrichten auch von Brüdern, von Schwestern, die uns Bilder schicken, Videos schicken, sagen, ey, guck mal, das ist mir in der Schule passiert, das ist mir hier passiert. Und das, ich sag wirklich, das kommt fast täglich, Bruder. Ihr seid so mittendrin, ne? Mittendrin, also ich meine, wir vom BDI, wir bekommen das nicht in so einem Ausmaß mit, weil unser Content auch gar nicht dafür steht. Aber ihr werdet sehr stark damit konfrontiert, ne? Ja. Aber ich finde interessant, was du meinst in puncto salonfähig, weil ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die wurde herausgegeben von der Uni Münster, war das, glaube ich, wo über 50% der Befragten in dieser Studie angegeben haben, dass sie sagen, und das untermauert den Punkt der Salonfähigkeit, wenn es um Islamhass geht, die gesagt haben, wir finden, Muslime sollten eingeschränkt werden in der Ausübung ihrer Religion und sie sollten nicht dieselben Rechte haben wie andere, alle anderen Minderheiten. Und das bringt auf den Punkt, was du gesagt hast, das bringt auf den Punkt, was in der Realität eigentlich passiert. Es ist einfach so, sie sehen uns anders und sie wollen auch nicht, dass wir dieselben Rechte haben wie alle anderen. Sie wollen unseren Islam nicht. Sie wollen nicht, dass wir unseren Islam leben. Ja, und das Interessante ist ja hier, sie versuchen es ja nicht mal zu verdecken. Also es ist so, es hat so einen Punkt erreicht, dass man öffentlich sich hinstellen kann und von den Muslimen fordert, dass sie einen Koran verstreichen sollen. Subhanallah, was ist das für eine Forderung? Dass sie ihr Kopftuch ablegen sollen. Kürz doch dein Bart, Bruder, kriegst du einen besseren Job, änder deinen Namen. Lass den Islam einfach liegen, dann wirst du schon in der Gesellschaft was erreichen. Oder sogar, wenn du das machst, nehmen wir mal jetzt an, Allah bewahre, du machst deine Haare blond und deine Augen blaue Kontaktlinsen etc. pp. Ja. Ach, nicht mal dann akzeptieren sie dich. Richtig. Weißt du, wie ich meine? Richtig. Ja. Ich meine, auch allein als du gesagt hast, sie fordern, einen Koranvers zu streichen, es wäre undenkbar, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich möchte, dass Verse aus der Tora gestrichen werden. Das würde niemals passieren, Wenn sich jemand trauen würde, das zu machen, der würde von jedem gelyncht werden. Aber vor allem in Deutschland, ne? Richtig, vor allem in Deutschland. Also das ist, man sieht, dass hier keine Verhältnismäßigkeit ist. Muslime werden anders behandelt und die Bevölkerung und die Muslime müssen das so hinnehmen. Ja, das stimmt. Subhanallah. Also das ist auch eine Sache, die wir auch gesehen haben, Bruder, wenn es darum geht, gerade mit dieser Forderung der Politik und von den Medien. Es wird von uns nicht gefordert, sich zu integrieren. Wir sprechen Deutsch, Bruder. Wir halten uns ans Gesetz. Ja. Gar kein Problem. Wir sind hier groß geworden. So. Ja, geboren teilweise, ne? Ja. Das, was sie von uns fordern, ist mehr als nur, dass wir irgendwo dran teilnehmen. Sie wollen wirklich, und das kann man genauso sagen, Bruder, dass wir wirklich den Islam einfach liegen lassen. Ja. Den Islam komplett verlassen. Ja. Und das ist auch, also letzten Endes zurückzuführen, wie du eingangs erwähnt hast, auf diese ganze jahrelange Berichterstattung. Ne? Ich erinnere mich noch vor Jahren, Spiegel, Stern und wie diese ganzen verschiedenen Verleger heißen, ne? Ne, wie gefährlich ist der Islam? Man setzt gar nicht mehr voraus, dass der Islam überhaupt gefährlich ist, sondern man stellt schon direkt die Frage, wie gefährlich ist er? Genau, dass er gefährlich ist, ja klar, da sind wir uns einig. Da ist so ein gemeinsamer Nenner. Und allein diese ganze Berichterstattung, dieser der heilige Hass und wie diese ganzen verschiedenen Bücher hießen. Ja, wir haben ja auch dazu was gepostet, ne? Verzeih, wir haben diese Bildercollage von Spiegel und Stern und wie sie alle heißen. Ja. Da sieht man das, ich glaube, du meinst interessant, das, ne? Genau, kann sogar sein, dass ich genau den meine, genau. Weil das ist irgendwo bei Facebook, WhatsApp, ploppen die Sachen dann auf, Instagram und dergleichen. Und das ist letzten Endes das ist der Grund, warum heutzutage die Bevölkerung sich so stark gegen die Muslime wendet, ne, sozusagen. Ja, subhanallah. Also es ist auf jeden Fall so, Bruder, definitiv. Wenn man, weil ich finde euren Content schön, ich finde ihn vor allen Dingen auch wichtig in Deutschland. Und hier und da wird man auch immer wieder gerade nach gewissen Aktionen von euch mit MI auch konfrontiert. Einfach, was hältst du davon? Was ist deine Meinung dazu? Man ist also auch irgendwo in der Lage, sich manchmal zu gewissen Dingen zu äußern, wie auch zu anderen Verbänden oder zu anderen Stellungnahmen von Predigern etc. Wenn man fragt, wenn die Muslime einfach fragen aus der Community, was hält man davon? Was sagt ihr dazu? Ja. Aber vielleicht, wenn wir so ein bisschen zurückgehen noch, es gibt doch etliche islamische Verbände, es gibt islamische Vereine. Warum noch einer mehr? Warum eigentlich MI? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich oft gehört habe. Wir haben doch genug. Warum bilden sich immer neue kleine Bewegungen, sage ich mal? Bruder, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben, das ist eine sehr gute Frage, Bruder. Wir haben das auch gesehen. Wir kriegen die Frage tatsächlich auch öfters gestellt. Okay. Es ist so, Bruder, wir haben viele Moscheen, wir haben viele Vereine, Bruder, wir beten auch in diesen Moscheen. Wir sind gut mit den Vorständen, mit den Leuten dort, Alhamdulillah. Nur was wir beobachtet haben, Bruder, ist, dass wenn gewisse Dinge passieren, gerade wenn es um den Islam geht, wenn der Islam öffentlich angefeindet wird, nimm das Beispiel vom Koran, Bruder. Der Islam wird öffentlich der Koran wird öffentlich auf der Straße verbannt. Ja. Ach, wer steht auf? Man kann sagen, okay, Bruder,
man muss es einfach schweigend hinnehmen, wir sollten uns nicht provozieren lassen. Aber Bruder, am Ende des Tages, es ist mehr als nur eine Provokation. Es ist ein direkter Angriff gegen den Islam, es ist unser wichtigstes Heiligtum. Ja. So, und das sind so Aspekte, nur das halt als Beispiel, ne, wo wir gesehen haben, es gibt keine, sag, Organisation, ne, ja, der einen Charakter hat, der öffentlich dagegen vorgeht. Ja. Weil man sitzt mit diesen Leuten, den Entscheidungsträgern am Tisch, seit 10 Jahren. Mehr als 10 Jahren vielleicht sogar. Ja. Man kommt zum runden Tisch, man bespricht, und was kriegt man dann gehört? Ja, das ist dasselbe. Es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wir können da auch nichts machen. Lasst euch da nicht provozieren. Das müsst ihr aushalten. Ach, subhanallah, das müsst ihr aushalten. Wenn wir das aushalten müssen, Bruder, dann müssen Sie auch unsere Aktion aushalten. Wo ist das Problem? Yes. Was machen wir denn, Bruder? Ja. Wir gehen auf die Straße, verkünden unsere Meinung. Die Muslime sind dahinter. Ach, die Gesellschaft, okay, sie ist vielleicht schockiert, weil sie auf einmal Muslime auf einen Haufen sehen. Ja. Haben vielleicht Angst, weil sie Männer mit Bart sehen. Ja. Schwestern sehen, die sich für das Recht einstehen. Ja. Ja. Aber das ist politischer Aktivismus, Bruder. Das sind ganz normale Aktionen im politischen Aktivismus, Bruder. Das gehört dazu, ne? Das gehört vor allem, dazu, warum, Bruder, haben sie Angst? Auch da wieder. Es ist letzten Endes die Schuld der eigenen Regierung, dass sie das fördern. Aber ich finde diesen Punkt, den du angesprochen hast, sehr wichtig, weil das war auch einer der Dinge, die man immer wieder zu hören bekommt, dass man sagt, ey, es gibt doch Leute am runden Tisch, die setzen sich dafür ein. Ja. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass leider das nicht zu viel Gutem geführt hat. Ja. Ne, ich meine, also es gibt jetzt jüngst allein wieder einige Beispiele, die man erwähnen könnte. Ne, sei es dieser Hamburger Staatsvertrag, der jetzt gerade nach 10-jährigem Jubiläum angeschaut wird. So, welche Leute sitzen dort, um den Islam, also um den Vertrag, der ja eigentlich das Interesse der Muslime wahren soll oder ihnen gewisse Rechte zuschreiben soll, wer sitzt dort, um diesen zu bewerten? Ja, und Bruder, es ist ja eine Beleidigung, wenn du Leute, verzeih, aber ein Ahmad Mansur dorthin stellst, Bruder. Ja. Das ist doch eine Beleidigung gegen jeden Muslim, Bruder. Richtig. Das ist doch, er ist doch der letzte Typ, der den Islam oder die Muslime vertritt. Bruder, Alhamdulillah, eine Sache, die ich gerade in der Anfangszeit, als ich konvertiert bin, direkt gemerkt habe, Bruder, bei den Muslimen, was der Islam von uns fordert, ist, Bruder, dass ein Muslim jemand ist, der die Wahrheit ausspricht. Egal in was für einer Situation er sich befindet. Ich meine sogar, es gibt einen Vers, wo Allah Ta'ala sagt, ne, und verdeckt nicht die Wahrheit durch die Falschheit. Wo ihr doch, und spricht quasi die Wahrheit aus, wo ihr es doch wisst. Ja. Ach, das ist, es gibt etliche solcher Verse, du weißt vielleicht sogar besser als ich. Ja. Das zeigt doch auf, Bruder, der Muslim, er muss schon die Wahrheit ansprechen. Er soll das nicht einfach hinnehmen. Ne? Ja. Und gerade solche Aspekte, Bruder, wie auch dieser Staatsvertrag jetzt, also als Muslime müssen wir dort ein Bewusstsein haben. Ja. Und auch da, Stichwort Ahmad Mansur oder auch die anderen, die dort sitzen, man stellt es immer so dar, als wenn nur die, wie Sie es nennen, Salafisten, Extremisten, Islamisten, sich nicht durch diese Leute vertreten fühlen. Aber der ganz normale Muslim, mein Vater, wenn ich den Aushang von Ahmad Mansur zeige, dann muss er schlucken. Warum? Weil er will nicht von so einem Mann vertreten werden. Er will auch nicht, dass so jemand sich hinstellen darf und über den Islam zu reden und über die Rechte der Muslime in Hamburg zu sprechen. Definitiv. Das ist kein Recht, was er sich rausnehmen sollte. Und wenn diese Menschen dann kommen, ne, das sind Islamhasser, wenn diese dann kommen und diesen Vertrag bewerten sollen, das ist wie wenn man, ich weiß nicht, das ist doch wie wenn man Boris Palmer, den ehemaligen Bürgermeister aus Tübingen, befragen würde, wann fängt Rassismus an? Ja. So, der ist ja einige Male in so ein Fettnäpfchen getrieben, was das N-Wort angeht. Das ist ein gekauftes Spiel. Es ist doch von Anfang an klar, was dabei rauskommt. Und das müssen die Muslime doch verstehen langsam. Ja. Das ist 100% richtig, Achim. Definitiv. Ja. Ja, subhanallah, also das ist wirklich, inshallah, Bruder, das, was wir erreichen wollen, Bruder, mit diesen Aktionen auch, sei es jetzt die Kundgebung zur Koranverbrennung, der Vorfall bei Hamad Abdel Samad, die Demonstration in Berlin, ne, gegen die Restriktionen von Macron. Ja. Bruder, wir wollen damit erreichen, Bruder, dass die Muslime erstmal ein Bewusstsein dafür bekommen, begreifen, ey, warte mal, der Islam wird wirklich angegriffen. Und man merkt das ja auch im Alltag, Bruder. Ja. Die Muslime merken das im Alltag. Und dass sie im darauffolgenden Schritt sich die Frage stellen, was können wir dagegen unternehmen? Und da wollen wir, Bruder, als Muslim Interaktiv, der Umma, gerade der Community hier in Deutschland, Bruder, eine Plattform bieten, Bruder, eine Art Ventil geben, Bruder, wo sie sich quasi beteiligen können, wo sie mitwirken können. Ne? Sehr schön. Auch was wir immer wieder erwähnen, Bruder, auch jetzt vor kurzem, wir haben schon ein bisschen geredet, Bruder, wurde ja unser TikTok-Account gesperrt. Richtig. Alhamdulillah, sollen die sperren, Bruder. Inshallah kommt er wieder zurück. Aber das ist auch interessant, Bruder. Die Umma stand hinter uns, Bruder. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Achi, wir werden hinter euch sein. Brüder, braucht ihr was? Guck mal, was für Nachrichten. Mashallah. Also Alhamdulillah, Bruder, dass die Community, mit der wir arbeiten, Bruder, die Leute, mit denen wir auch auf der Straße unterwegs sind, Alhamdulillah, sie vertreten MI sehr stark, Bruder. Mashallah, sehr schön. Ihr habt auch mit eurem Format, ich sag mal, eine Zielgruppe erreicht oder vielleicht auch
nochmal einen Bereich abgedeckt, der so vorher von den Muslimen in Deutschland weit gar nicht abgedeckt wurde. Ja. Es gibt auch unter anderem schöne Kanäle, die wirklich auch Islam thematisieren, auch aufzeigen wollen, was hier eigentlich in Deutschland passiert. Aber ich sag mal, auf so eine Art und Weise, wie ihr es macht, gab es bis dato eigentlich niemanden. Ja. Und da würde ich anknüpfen mit einer kleinen, vielleicht sogar provokativen Frage. Gerne, Bruder. Weil das ist etwas, was man auch immer wieder in den Kommentaren gelesen hat oder dergleichen. Mhm. Nämlich, ich sag mal jetzt die These, um es nicht Vorwurf zu nennen, ihr provoziert doch nur. Stichwort Koranverbrennung, wenn sich dort 3000 Leute am Steindamm versammeln, das provoziert doch nur. Oder allgemein eure Aktion provozieren. Ja, ja. Fan von Koranverbrennung. Also Bruder, wenn es um das Wort Provokation geht und die Handlungen, die dahinter damit verbunden sind, wer wird erstmal von wem provoziert? Es gibt ja auch, glaube ich, auch dieses Argument, dass viele sagen, ey Jungs, ihr gießt ein bisschen Öl ins Feuer rein. Muss jetzt nicht sein. Wegen euren Dingern, was ihr hier am Steindamm macht, was ihr hier macht, was ihr passiert da macht. Passiert noch mehr. Genau, oder wird es noch schlimmer? Und wir kriegen auch Probleme. Wollen wir damit zu tun haben? Ja. Bruder, der Islamhass ist schon da. Die islamfeindliche Atmosphäre ist schon da, Bruder. Da gibt es kein mehr Öl im Feuer. Ich sage sogar, diese Leute, die diese Behauptung aufstellen oder diesen Front, sage ich mal, bringen. Ja. Ich sage, Bruder, ich muss da direkt widersprechen, Bruder. Also der Islam wird doch schon öffentlich angefeindet. Das wird nicht viel jetzt schlechter machen. Eher im Gegenteil, Bruder. Alhamdulillah, Politik und Medien sollen aufmerksam werden. Hm. Sie müssen begreifen, Bruder, und das ist ja auch, was gerade sich in Frankreich abgespielt hat, wenn wir als Muslime nicht aufstehen, Bruder, man nennt das Salami-Taktik. Ja. Sie gucken, ne, sie probieren einen Stil bei dir aus, ne, und gucken, wie weit können sie gehen. Ihr kennt das Beispiel aus der Schule, Bruder. Da ist vielleicht ein Mobber und das Mobbing-Opfer. Er mobbt ihn am ersten Tag, das Opfer macht nichts. Dann ist okay, ich kann weitergehen. Gib ihm einen Kick, gib ihm eine Klatsche, beleidige seine Familie. Und das Opfer wehrt sich nicht. Ja. Muss ich mal mit Faust sein oder so, Bruder. Soll ich wenigstens zur Schulleitung gehen. Ja. Da kommt aber nichts. Das signalisiert dem Mobber doch was. Ich kann weitergehen. Der mag das vielleicht sogar. Ja. Vielleicht will er das sogar. Ja. Und genau dasselbe Spiel, Bruder, machen sie mit uns Muslimen, Achi. Ja. Sie haben, und das Beispiel ist ja das, sie haben angefangen mit dem Niqab und Burqa-Verbot. Ja. Bruder, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen das tragen. 30? In Österreich war das 30 Frauen? Ja, es war auf jeden Fall eine absolute Minderheit. Es war nicht ein was? 30 Frauen aus der Gesellschaft, das ist nichts. Ja. Was haben die Leute gesagt? Ja, einige Muslime meinten sogar, ja, man muss das vielleicht auch nicht tragen, ist vielleicht ein bisschen auch zu extrem in dieser Gesellschaft. Sie haben nicht erkannt, Bruder, was dahinter steht. Was dahinter steckt. Es war kein Angriff auf den Burka. Der Burka ist denen auch egal, Bruder. Was interessieren die 30 Frauen in Österreich? Ja. Sie wissen ganz genau, dass ein Symbol des Islam. Das vom Islam oder nicht? Kommt vom Islam. Hundertprozentig, ja. Und deshalb, Bruder, haben sie damit sich herangetastet. Und als sie gemerkt haben, ach so, es gibt sogar Muslime, die das sogar befürworten, sind sie weitergegangen. Ja. Zum Kopftuchverbot für Jugendliche unter 14 Jahren in Schulen. Haben sie durchgeboxt. In Frankreich, ach, ich glaube, das Video ist ein bisschen viraler gegangen. Sieht man, das hat man gesehen, Bruder, wo Schwestern vor dem Schultor, ach, subhanallah, ihr Kopftuch einfach ausgezogen haben und reingegangen sind. Astaghfirullah. Das ist die Konsequenz. Und genau dasselbe machen sie in Deutschland. Eine Diskussion, eine Verbotsdebatte nach der anderen. Und wenn die Muslime still sind, gehen wir weiter. Ja. Es hat schon lange nichts mehr mit Provokation zu tun, Nachi. Wenn wir als Muslime uns nicht entschlossen dagegen stellen, Bruder. Ja. In wo verkörpern wir dann noch dieses Kriterium im Islam, was Allah von uns verlangt, Bruder? Ja. Ne, das Gebieten des Rechten und das Anprangern des Schlechten, Bruder. Ja. Ich finde, es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du genannt hattest, gerade mit dieser Entschlossenheit und vor allem zu verstehen oder zu sehen, was dahinter steht. Weil ich erinnere mich an der Burka-Zeit beispielsweise, wo das Verbot im Munde der Gesellschaft war, dass viele Muslime gesagt haben, es ist ja auch gar nicht Fard. Ja, sie haben es rein rechtlich betrachtet. Und wenn ich mal jetzt so, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber ich denke mal, es war so 2011, 2012, 2013, als es um das Beschneidungsverbot in Deutschland ging. Das war ja auch ein Verbot, was Muslime betroffen hat. Mhm. Aber nicht nur Muslime. Ja. Aber aus der muslimischen Community habe ich mitbekommen, wie gesagt wurde, es ist ja laut einiger Gelehrten auch nicht Fard, seine Sunna, Muakada und so weiter und so fort. Das ist diese Duckhaltung, Achim. Genau, richtig. Ja. Aber was haben die Juden gemacht? Die Juden haben sich genau, nämlich das, was du gerade erwähnt hast, sie haben sich entschlossen dagegen gestellt. Yes. Sie haben ganz klar gezeigt, dass sie das nicht dulden. Und dann wurden jetzt sogar Reportagen durchgeführt, wo so ein Rabbi gefragt wurde, ja, was ist, wenn man es verbietet? Er sagt, dann werden wir es in den Vorhöfen machen. Dann werden wir es in Kellern machen. Heftig. Und wenn ihr uns mäßig nachgehen wollt, dann wollen wir in so einem Land sowieso nicht leben. Heftig. Also er hat so klar seine Position bezogen, dass letzten Endes was passiert ist? Der deutsche Staat ist zurückgerudert. Ja. Die Beschneidung war keine Thematik mehr. Genau. Warum? Weil die Juden erkannt haben,
so, es ist ein Angriff auf unsere Identität. Mhm. Während der Muslim leider es jetzt einen Angriff gesehen hat, wo er gesagt hatte, ja, ist ja gar nicht verpflichtend. Betrifft mich nicht quasi. Genau, betrifft mich nicht. Ich bin ja vielleicht sogar schon so beschnitten oder dergleichen. Ja, das ist wirklich, das ist ein gutes Beispiel, Bruder, weil das ist ja auch genau das, was wir erreichen wollen, Bruder. Wir wollen ja, dass die Muslime, die Community in Deutschland, Bruder, sich dagegen stellt, Bruder. Wir wollen den Staat, Bruder, Deutschland, diesen ganzen Politikern, die sich im Bundestag hinstellen oder sonst wo auch hinstellen, Bruder, und ihren Islamhass einfach rauslassen. Bruder, wir wollen, dass sie ihre Entscheidungen zweimal sich überlegen. Ja. Bevor du ein Koranfest beispielsweise verbietest oder das Kopftuch in Schulen verbietest, er soll sich das zweimal überlegen. Nicht, weil wir hier, Bruder, das auch ein oft was gesagt wird, wir wollen die Gesellschaft umwandeln und wollen hier eine Scharia einführen. Das hat niemand gesagt, Bruder. Wir halten uns hier in Recht und Ordnung, Bruder. Ja. Was wir nur sagen ist, wenn unser Islam angegriffen wird, wir als Muslime angegriffen werden, wir werden nicht still sein, Bruder. Ja. Wir werden dagegen stehen und wir werden euch dazu bringen, dass ihr eure Entscheidungen überlegt. Ja. Das meinen wir auch, Bruder, wenn wir sagen, wir wollen den politischen Diskurs mitbestimmen, Bruder. Ja. Wir wollen, dass die politischen Entscheidungsträger, wir wollen nicht mit an einem Tisch sitzen, das ist nicht unser Ziel. Ja. Aber wir sollen zumindest mit einbezogen werden. Nimmt doch wenigstens richtige Vertreter von den Muslimen, die auch von den Muslimen anerkannt werden, Bruder, richtig, und spricht mit denen. Richtig. Man redet über die Muslime, aber nicht mit den Muslimen. Richtig. Na, auch ein weiteres Beispiel, also einfach nur zu untermauern, weil das ist, was die Jahre abgezeichnet hat, ist genau das, was du hier in wenigen kurzen Sätzen sagst, aber was eigentlich viel Inhalt hat, wenn man darüber lange sprechen würde, die Verpflichtung für kleine Mädchen im Schwimmunterricht eine Burkini tragen zu dürfen. Das kam von Muslimen, ne, den damaligen ZMD, die sich dafür eingesetzt haben und sich hingestellt haben und gesagt haben, wir sprechen für alle Muslime und sagen, dass es erlaubt ist. Aber was du sagst, er ist kein Vertreter für alle Muslime. Er bildet nur er spiegelt nur ein paar tausend Leute wieder, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Bruder. So, mehr ist das nicht. Ne? Und das ist genau, was du sagst. Ich finde, das ist ein sehr schöner, ein sehr wichtiger Gedanke, den man nicht zu oft thematisieren kann und den die Muslime begreifen sollten. So, wir wollen von unseren Leuten vertreten werden. Auf jeden Fall. Und das ist das, was wir versuchen, Bruder. Wir versuchen, Bruder, und Alhamdulillah, man muss sagen, es gab auch letztens so einen Bericht, der kam raus, ich glaube aus Österreich war das, da wurde gesagt, unter anderem auch Muslim Interaktiv, sie würden Meinungen vertreten, die nicht die Mehrheit der Muslime widerspiegeln. Mm. Und dass quasi sie selbst, also die Muslime sind gar nicht beispielsweise gegen LGBTQ. Das ist eine extremistische Meinung nur von dieser Gruppe. Mm. Wie du meintest, Achi, frag die Muslime, wenn hier einer geht, Bruder, hol ihn. Hol ihn her, sag Bruder Achi, was hältst du davon? Mm. Der wird unseren Standpunkt vertreten. Ja. Der wird sagen, das, was wir... Inshallah wird er sagen, das, was sie macht, ist gut, Bruder. Richtig. Ne? Also wer vertritt hier wen, Bruder? Richtig. Das ist die Frage. Vielleicht auch anzuknüpfen an den Punkt, wo du meintest, oder wo ich den Vorwurf in den Raum geworfen habe, dass ihr provoziert. Einige gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sagen sogar, ihr spielt damit eigentlich den Gegnern sogar in die Hände. Weil ihr bietet Plattform, dass sie härter danach durchgreifen können. Was würdest du dazu sagen? Das ist eine überspitzte Meinung, Bruder. Und ich sage sogar, ich spreche dagegen. Ich hatte selber einmal einen Bruder getroffen gehabt, ich erinnere mich, er kam zu mir, er meinte, Bruder, Jungs, muss nicht sein. Ist ein bisschen zu dolle. Übertreibt, Jungs. Ihr macht es den Leuten oben leicht. Genau das ist das, was ich meine. Genau. Ja, also, wen haben denn die Leute oben als Mauer, wenn sie irgendwas machen wollen? Es gibt doch gar kein Hindernis für sie. Es gibt es nicht. Ja. Das heißt, sie können sowieso machen, was sie wollen. Sie können sowieso etliche Sachen bestimmen und erlassen und was weiß ich. Wenn wir nicht diese Sache in die Hand nehmen und etwas, ich sag mal, nach außen signalisieren, denen irgendwie klar machen, ey, guck mal, wir als Muslime, das wollen wir nicht. Es geht ja genau darum. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr so und so mit uns umgeht. Wir haben keine Lust mehr darauf, dass ihr die Kopftücher als Unterdrückung oder sonst was bezeichnet. Wir haben keine Lust mehr darauf, uns ständig von euch erzählen zu lassen, dass der Ehrenmord irgendwie gefährlich ist. Ach, die arabischen Clans. Die Dokus gehen durch die Decke. Ich habe selber angeguckt. Die haben es gut gemacht, muss man sagen. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood, Bruder. In Deutschland Hollywood, weißt du? Achi, das ist ja genau das. Wie wird unterschwellig immer der Islam reingeklatscht? Ja, richtig. Wird gemacht, Bruder. Die arabischen Clans mit den arabischen Namen. Und natürlich muss ihre Motivation auch irgendwo aus dem Islam herstammen. Weil man guckt, Bruder, der Islam schreibt dir nicht vor. Strebt nach Geld um jeden Preis. Ja. Das ist ein kapitalistischer Gedanke, Bruder. Ja. Ne? Oder begeht die Handlung, die sie begehen. Oder, ja, also das kann man auch nicht mehr mit dem Islam rechtfertigen, Bruder. Richtig. Keiner wird sagen, ey, die Jungs so und so, das ist klar, Bruder. Da werden wir niemals uns irgendwie für aussprechen oder so. Ja. Aber was ich meine ist, Bruder, wenn wir den Leuten oben nicht signalisieren, hört auf damit. Wir haben ein Problem damit. Dann, wie gesagt, Bruder, Salami-Taktik, sie geht's werden weitergehen. Geht's immer weiter. Haben diese Leute, also
ich hatte auch einmal ein Gespräch, aber vielleicht auch interessant deine Perspektive, wenn ihr diesen Vorwurf hört, wenn sie sagen, ihr spielt den Gegnern in die Karte. Mhm. Ist in ihrem Kopf oder bieten sie eine Alternative? Also das, wenn sie beispielsweise Frage. Sagen, ihr seid zu hart, was ist denn die Alternative? Das Schweigen? Ist auch die Frage. Oder habt ihr da mal vielleicht irgendwie... Es gibt, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne nicht alle Hadithe, ich kenne nicht alle Ayat, aber ja. Zeig mir einen Vers oder eine Überlieferung, Bruder, wo der Prophet sallam, oder wo man schweigen soll, Bruder, wenn gefordert wird, von dir zu sprechen. Ja. So. Ne, also. Das ist eine Haltung, die wir im Islam eigentlich nicht wiederfinden, wenn man es so sagen will, ne? Nein. Der Islam kennt nicht diese Kopf-in-Sand-Mentalität oder hat nicht diese Kopf-in-Sand-Mentalität. Nein, Bruder. Und warten, bis der Wind aufhört. Nein, Bruder, das würde etlichen Dingen widersprechen, Bruder. Und auch wenn man die Sira liest, Bruder, ich weiß noch damals in der Anfangszeit, Bruder, wo ich mich angefangen habe mit der Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beschäftigen, Bruder. Sallam. Das fällt ja auf, Bruder, dass er sich ja vehement gegen die Gesellschaft gestellt hat. Das ist ja dieses, das, was ihn ja ausgezeichnet hat. Ja. Womit auch die Quraysh, ne, die Mekkaner, die Fürsten, ein Problem hatten. Das war ja, was sie so aufgeregt hat. Sie wussten ganz genau, weil es gab ja vor diese Ahnaf, kennst du? Sie haben schon vorher an einen Gott geglaubt, sie haben aber niemanden gestört. Ja. Als aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, haben die Quraysh direkt gecheckt. Ey, tamam, er glaubt an einen Gott, aber er will mehr. Er akzeptiert das, was wir hier haben, das System akzeptiert er nicht. Hm. Er hat ein Problem damit, wenn wir ihn anfeinden beispielsweise. Er schluckt das nicht. Ja. Er stellt sich dagegen. Ne? Ja. Wir versuchen auch, diese Haltung, inshallah, bestmöglich zu verkörpern, Bruder. Das ist eigentlich auch etwas, was man durchgehend, also über die Jahre hinweg bei den Propheten a.s. sehen konnte. Ne? Salam, ja. Sei es bei den Ashab, also sie haben dieses Unrecht nicht einfach geduldet. Sie haben sich immer versucht, entschlossen, gemeinsam dagegen zu stellen. Ja, das ist eine Umma. Ja, also ich habe das vor euren Videos, Bruder. Ja. Ja, ich weiß ja, Bruder. Wie viele Videos habt ihr gemacht, Mashallah, Bruder? Wo, ich sag auch gerade, früher, Bruder, das waren so die ersten Videos, die man gesehen hat. Weißt du, so vor 8 Jahren, Bruder. Ja. Das war schon heftig, Bruder. So diese Videos von Botschaft des Islam, Bruder. Mit diesen Geschichten, Bruder. Achi, ihr erwähnt das. Das ist genau das, Bruder. Ne? Ja. Und inshallah gucken die Leute noch mehr von euren Videos, Bruder, weil inshallah. Das ist genau das, was wir als Muslime uns auch aneignen müssen, Bruder. Das Wissen, Bruder, über das Leben vom Prophet, das Wissen über die Sahaba, das Wissen über den Islam im Allgemeinen, Bruder. Und ich meine es ernst, ihr macht das, Alhamdulillah, Bruder, sehr gut. Alhamdulillah, Barakallah, fiek, Props, sag, ja, raus. Ich danke dir, mir hat gelohnt. Dasselbe kann ich nur zurückgeben. Nein. Habt ihr die Hoffnung oder hast du die Hoffnung, dass ihr auch mit dieser, ich will gar nicht aggressiven Haltung sagen, weil es ist nicht aggressiv, aber mit euren klaren Standpunkten etwas verändern könnt in Deutschland? Also glaubst du, wenn ihr weitermacht, vielleicht in 10 Jahren, in 5 Jahren, es wird sich etwas für die Muslime in Deutschland zum Guten gebessert haben? Also die Frage ist eigentlich, bringt das was ihr macht? Ja. Okay, so meinst du? Ja, kann man auch so sagen, ja. Ich wollte es höflich formulieren. Ja. Bruder, auf jeden Fall, Achi. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Ramadan geguckt hat, Achi, wie viele Jugendliche waren in den Moscheen? Ja. Ich glaube, seit 10 Jahren wird gesagt, dass wir 4 Millionen Muslime sind in Deutschland. Ja. Ich bin konvertiert, der Bruder hinter mir ist konvertiert. Ach, wie viele Leute sind konvertiert? Ja. Die sind gar nicht drin in der Statistik. Die stehen nicht auf dem Radar, ja. Seit 5 oder 10 Jahren. Ne? Also der Islam, Alhamdulillah, Bruder, er wird von den Jugendlichen sehr, sehr positiv empfunden. Und die Jugendlichen sind auch bereit, gerade die Jugend, Bruder, du weißt selber, sind bereit, auch ihr Leben dem Islam zu widmen. Alhamdulillah, ja. Und auch die Muslime, die so hier in Deutschland leben, Bruder, haben ein gewisses Potenzial. Und das Potenzial hier in Deutschland ist unglaublich, Bruder. Es wurde nur noch nie gebündelt. Mhm. Es gab, wenn ich mich sogar erinnere, wann gab es einen richtigen Vertreter der Muslime? Ich würde dir zuschauen, gab es nicht. Gab es gar nicht, Bruder. Ne? Und das ist ja auch, was die Muslime eigentlich brauchen, Bruder. Ja. Sie denken eigentlich alle gleich. Sie haben dieselbe Überzeugung. Allah, sein Gesandter, der Islam, die Propheten, die Engel, die Bücher. Wir haben dieselbe Überzeugung, Bruder. Ja. Ne? Nur man muss es bündeln und das Potenzial ist definitiv da. Ja. Und wir sind inshallah fest davon überzeugt, dass wenn wir diese Schiene weiterfahren, Bruder, wenn wir weiterhin versuchen, diese Aspekte den Muslimen klarzumachen, auf die Straße gehen, Bruder, mit den Leuten auch sprechen, ach, dass es auf jeden Fall was bringen wird, Bruder. Ja. Definitiv. Ich würde anknüpfen an den Punkt, wo du erwähnt hattest, gebündelt. Weil es gab vor einigen Jahren, und ich glaube, das ist ein Zeichen, was die Muslime gesetzt haben, wo eigentlich, wenn jeder Muslim darüber nachdenkt, er eigentlich diesen Gedanken, dass eure Arbeit oder egal welcher islamische Aktivismus nichts bringt, wenn er korrekt ausgeführt wird, nicht da sein dürfte, nämlich das Kopftuchverbot. Ja. Es war vor einigen Jahren, es wurde in den Raum geschmissen und es gab, mashallah,
deutschlandweit Brüder, die eine Kampagne gestartet haben, eine Petition gestartet haben, wo sich über die Städte hinweg Muslime beteiligt haben und sich dafür eingesetzt haben, dass sie das nicht dulden. Das war ja, glaube ich, Realität Islam, oder? Ja, genau, Realität Islam, genau. Sich dafür eingesetzt haben, dass das nicht passiert. Jetzt, einige Jahre später, wer spricht noch vom Kopftuchverbot? Das. Im Gegenteil, also man dementiert es und sagt im Nachhinein, das waren nie unsere Forderungen. Das waren nur Gedanken, die man mal geäußert hat. Das waren nie unser Vorhaben. Direkt. Weil sie genau das gemerkt haben, dass wenn die Muslime zusammenhalten, es schwer ist, ihnen irgendetwas einfach aufzuzwingen. Ja, Bruder, man kann auch bei uns Ähnliches beobachten. Als wir angefangen haben, Bruder, mit dem Autokorso in der Hamburger Innenstadt, war ja bezüglich dem Attentat im Hanau, Bruder, oder dem islamfeindlichen Anschlag im Hanau, das war direkt positiver Zuspruch. Das war eure erste große Aktion, kann das sein? Das war unsere erste große Aktion. Ich wollte gerade sagen, da hatten wir so, wenn ich so zurück erinnere, das war sehr irritierend, dieser Autokorso, die ganzen Plakate drauf und so ist weiter. Ist krass, und so, Bruder, wo wir auch in Hanau waren, wir waren ja mit den Jungs ein bisschen gewesen, Bruder, Alhamdulillah, immer noch gut mit den Brüdern. Mashallah. Grüße gehen raus. Sehr schön. Haben Sie auch davon berichtet, dass die Leute in Hanau davon mitbekommen haben? Was haben Sie dazu gesagt? Sie fanden es krass, Bruder. Sie standen direkt dahinter. Erstmal natürlich Aufmerksamkeit. Ja. Was ging da ab in Hamburg? Ja. Wie kann jemand in Hamburg für uns in Hanau einstehen? Das war so der erste Gedanke. Und dann im Nachhinein haben sie verstanden, okay, ey, es sind auch Muslime, die fühlen sich auch betroffen. Ne, was der Professor Salam sagt, ne, wer morgens aufsteht und abends schlafen geht und nicht an die Umma denkt, der ist nicht von ihr. Subhanallah. Ne, und das ist so eine Sache, die hat man anfangs beobachtet, aber es gab auch viele andere Meinungen. Jungs, ihr tretet ein bisschen zu protzig auf, die dicken Autos, immer Haare geschnitten. Wollte ich gerade nicht erwähnen. Bizeps, Trizeps, so, weißt du, solche Sachen. Das gab es am Anfang. Wir haben uns auch, Alhamdulillah, irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch weiterentwickelt. Ja. Wir sind viel, ich sag mal, politisch aktiver geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, das gab es nicht mehr danach, würde ich behaupten. Immer so unterschwellig, ein bisschen. Okay. Ist immer so ein bisschen mit drin, weißt du. Aber du siehst, Alhamdulillah, die Muslime, das ist, was ich, Bruder, was wir als Muslim Interaktiv, als Feedback von der Umma bekommen, dass sie immer mehr Zuspruch haben. Ja. Achi, du triffst Leute in der Moschee, du hast gerade dein Gebet verrichtet, er sagt dir, Achi, ihr seid die Einzigen, die unsere Interessen vertreten. Mashallah. Ne? Also, Mashallah. Das Potenzial ist definitiv da, Achi. Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal den Diskurs ansprechen oder aufgreifen, den du angesprochen hast. Du gesagt hattest, wir wollen an diesem Diskurs teilhaben. Ihr hattet Stellungnahme genommen zu Achtung Reichelt, Spiegel TV. Habt aber auch selber erwähnt, und diese Videos sind ja viral gegangen, also die haben echt viele Klicks bekommen. Und habt erwähnt, dass ihr aber kein Interview mit ihnen gemacht habt. Ihr sitzt aber heute hier mit uns. Alhamdulillah. Warum habt ihr nicht mit ihnen gesessen? Bruder, grundsätzlich lehnen wir Interviews nicht ab, Bruder. Im Gegenteil. Also wir wollen ja, dass man uns hört. Wir wollen auch, dass unsere Ideen, das, was wir vertreten, dass das auch öffentlich rausgeht. Am besten so weit wie möglich. Ja. Und wir haben auch mit den Leuten von Achtung Reichelt jetzt oder auch sonst wem geschrieben. Sie haben uns kontaktiert, wir waren im Kontakt gewesen, Bruder. Bis wir dann auch parallel natürlich recherchiert haben, wer sind denn diese Leute? Ja. Wer ist denn ein Julian Reichelt? Ja. Beispielsweise jetzt, nehmen wir mal ihn. Da brauchst du nur Google eingeben, Bruder. Weißt du Bescheid? Mhm. Ex-Bild-Redakteur. Chefredakteur. Ja. Wenn du dich mit so einem Typ hinsetzt, Achi, der wird dich nicht fragen, Achi, wie geht's dir? Weißt du, ich meine? Ja. Der hat schon vorher seinen Plan. Ja. Der hat schon vorher alles geskriptet, Bruder. Ja. Ne? Und sogar wenn du das mit dieser Autoritätsklausel unterschreibst, am Ende weißt du nie, Bruder. Ja. Am Ende kann er einfach über einen anderen Namen veröffentlichen, etc. Ja. Ne? Also alleine wegen ihrem Charakter selbst, Bruder, sind wir nicht bei ihnen aufgetreten. Okay. Ne? Und du siehst auch, wenn du die Reportage dir anschaust, Bruder, es war schon direkt geframed. Er wollte uns nur noch drin haben. Ja. Das hat gefehlt so, deswegen war es auch ein bisschen kürzer. Er wollte uns nur noch drin haben. Das war schon, das Ding stand schon, Bruder. Ja. Die würden da irgendwo so reingeschnitten werden, hier und da und ach, der Islam so. Und dann heißt es wieder radikal, extremistisch. Ja. ARD ist genau dasselbe Beispiel, Bruder. Ja. Von wie vielen Videos, Bruder, die wir haben, haben sie sich was rausgepickt? Ja. Die Muslime, der Islam, und dann haben sie es reingeklatscht. Ja. Also deswegen, Bruder, egal wie du bei ihnen auftrittst, sie werden immer mit dir spielen, Bruder. Sie haben schon alles im Kopf. Ne? Und es gibt zahlreiche Berichte auch von anderen Leuten, Bruder, die bei Akteuren von Funk aufgetreten sind. Die sagen, Bruder, ich saß dort 2 Stunden. Ich habe krasse Sachen gesagt. Bruder, ich habe den Typ mundtot gemacht. Ich habe ihn besiegt, argumentativ. Aber was kommt am Ende raus? Was kommt am Ende raus, Bruder? Der Typ hat Sachen vom Ende nach vorne geschnitten. Ja. Er hat mein Leben genommen, so wie wir sagen würden, Bruder. Ja. Und damit das nicht passiert, Bruder, haben wir es gar nicht so weit kommen lassen, Bruder. Das heißt, es ist, ich sag mal, einfach trocken gesagt, es ist gar nicht die Angst vor Konfrontation oder vor kritischen Fragen, sondern eigentlich, dass man weiß,
sie haben keine ehrliche Absicht. Genau. Es geht nicht um ein, um das gesellschaftliche Wohl, oder? Einen Diskurs zu starten, genau, sich auszutauschen, sondern sie wollen dich genau in ihre Schablone drücken. Definitiv, ja. Und dann der Sache einen Stempel aufsetzen. Und du siehst ja auch, Bruder, es gab ja zum Beispiel muslimische Akteure, TikToker, die eingeladen worden sind. Steuerung F, Funk, egal wie. Ja. Was haben sie am Ende gemacht, Bruder? Sie haben, ja, also so verzerrt, Bruder. Sie haben die Brüder, die dort aufgetreten sind, so schlecht dargestellt, Bruder. Ja. Sind Brüder von uns. Ja. Muslime, Bruder. Richtig. Ne? Und vielleicht, Achi, das ist auch eine Sache, die wir damit beabsichtigt haben, inshallah. Ist das ein gutes Beispiel, Bruder, für viele muslimische Influencer, Social-Media-Personen, Leute, die aktiv sind in diesem Bereich Islam, dass sie sich ein Beispiel daran nehmen können, Bruder, wie man mit solchen Leuten umzugehen hat, Bruder. Wirklich. Ja. Inshallah ist das ein gutes Vorbild gewesen dafür, wie man mit diesen Leuten umgehen soll. Richtig. Nicht immer ist der Diskurs vielleicht die beste Lösung. Ne? Wenn ich weiß, er wird unehrlich geführt, wenn ich weiß, er hat schon seine Ziele und das Ziel ist nicht, aufrichtig Gutes anzustreben, dann warum soll ich mit ihm sprechen? Du könntest nur Koran rezitieren, Bruder. Am Ende bist du trotzdem schlecht. Ist doch so. Ja, das stimmt. Vielleicht noch zum Abschluss zwei Fragen. Einmal die Frage, wie kann man euch unterstützen? Und die zweite Frage, was genau fordert ihr? Das ist eine gute Frage, Bruder. Also erstmal, Alhamdulillah, Bruder, wir wollen kein Geld, wir wollen keine Autos oder sonst irgendwas. Wir haben auch kein Exklusivrecht, Bruder, auf unsere Videos, auf unsere Inhalte. Es klingt vielleicht zu simpel. Ja. Vielleicht denken sich einige Leute, ey Jungs, gibt uns mehr Möglichkeiten zu unterstützen. Ja. Das, was uns ausreicht, Bruder, und das, was uns am wichtigsten ist, ist, dass man unsere Inhalte verbreitet, Bruder. Und dass unsere Inhalte, Bruder, einfach verbreitet werden. Teilt die Sachen, spricht mit den Leuten auf der Straße darüber, klärt die Muslime in den Moscheen darüber auf, das genügt uns, Achi. Wenn das gemacht wird, Bruder, Alhamdulillah, und das wird gemacht, Alhamdulillah, die Community ist wirklich, ich habe schon erwähnt. Hat man ja auf den Veranstaltungen gesehen, der Koranverbrennung, also wie zum viele, Beispiel. Also den Protest gegen die, genau, Koranverbrennung, wie viele Leute waren da? Genau. Medien wollten es runterspielen, gut, aber es waren an die 3000 Leute oder 3000 Leute. Und das kommt auch nochmal dazu, Bruder, dass man, das haben wir auch geplant, Bruder, zukünftig, so wie in der Vergangenheit, wird es auch in der Zukunft, inshallah, sowas geben. Inshallah. Aktionen, Kundgebungen, Demonstrationen, alles, was in diesen Aktivismus reingeht, Bruder, mach mit, nimm dran teil. Wir werden inshallah rechtzeitig verkünden. Ja. Dann seid ihr herzlich eingeladen, Bruder. Und das, Bruder, genügt uns, Sache. Wenn nur jeder irgendwie 5 Leuten Bescheid sagt in seinem näheren Umfeld, seinen Brüdern, seinen besten Freund, genau, seinen Vater, seiner Mutter, dann macht das auf die Masse ja schon was aus. Ja, ne? Bruder. Ja, und auch zu der Frage, was unser Ziel ist, Bruder, ich hatte es schon mal angeschnitten. Bruder, wir wollen mit Muslim Interaktiv, Bruder, den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, Bruder. Dazu fordern wir die Muslime dazu auf, macht mit, unterstützt Muslim Interaktiv, versucht diese Sachen wirklich weiterzutragen, weil am Ende des Tages, Bruder, wenn keiner von den Muslimen hinter uns steht, Bruder, die nehmen uns auch nicht ernst. Ja, richtig. Das sind auch nicht die Vertreter der Muslime dann, ja, weißt du? Ja. Also das ist das Hauptziel, Bruder, dass wir es schaffen, diese islamfeindliche Atmosphäre, die aktuell in Deutschland herrscht, Bruder, dass wir sie zurückdrängen können. Dass wir diese politischen Entscheidungsträger, diejenigen, die das letzte Wort haben quasi, dass wir sie beeinflussen können. Mit der Power der Community, Bruder. Ja. Das ist das Ziel. Ne? Inshallah, Bruder. Um sich letzten Endes vielleicht sogar noch ein Leben als Muslim hier in Deutschland sichern zu können, was islamkonform irgendwo ist. Ne? Definitiv. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Es war ein sehr schönes Gespräch, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir hören noch in der Zukunft sehr viel von euch. Inshallah. Und ich bin gespannt auf die ganzen kreativen Einfälle, die ihr noch haben werdet. Und die ganzen Kundgebungen. Wird noch einiges kommen. Sehr schön. Möge Allah euch reichlich belohnen. Amin, Bruder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.